Camping Orbitur Fuzdualhao liegt unter Bäumen und ist als Terrassencamping und mit abfallendem Gelände angelegt. Camping Orbitur Fuzdualhao liegt nah an einem Sandstrand. Es besteht die Möglichkeit, Zelte, Mobilheime, Wanderhütten und Bungalows Chalets zu mieten. Uns wurde freigestellt, wo wir parken wollten, da es keine eingeteilte Parzellierung gibt, der Bereich bei den Mobilheimen ist nicht freigegeben. Unser Hund musste angelehnt bleiben. Der Camping verfügt über ein Freibad und ein Planschbecken. Man muss nicht immer selbst kochen, denn auf dem Camping ist eine Snackbar, Imbiss und ein Restaurant vorhanden. Auf dem Camping bekommen Sie auch frisches Brot. Es besteht die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, denn es gibt Wi-Fi. Wir hatten eigentlich vor, den Wohnmobilstellplatz in der Nähe zu nutzen, als wir dort waren, war diese für uns so abschreckend, dass wir die alternative Campingplatz nutzen wollten. Für uns war wichtig, dass wir Strom nachladen konnten. Weiter unsere Schmutz-WCHE waschen und trocknen konnten. Hierzu bot sich in der Nähe des Waschhauses ein Parkplatz an, der hatte Strom. Wenige Meter weiter befand sich die Wohnmobil-Service-Stelle. Also der Platz war sauber etwas in die Jahre gekommen. Aber wir waren zufrieden, auch der Preis war mit 24 Euro durchaus vertretbar. Am nächsten Tag sind wir weitergefahren zu unserem nächsten Ziel. Wir bedanken uns bei unseren Zuschauern für das Interesse an diesem Film. Wenn man unsere Reise weiter verfolgen möchte, dann abonnieren oder sucht nach der nächsten Etappe. Wir würden uns über Anregungen, ein Abo und einen Daumen hoch freuen, auch ein Kommentar, kann uns helfen, die Filme noch interessanter für unsere Zuschauer zu gestalten.